Wer ist eigentlich Provider im Sinne der neuen geplanten Vorschrift des Artikel 13 der Richtlinie zum Urheberrecht? Dazu hatten wir hier so die eine oder andere Frage bekommen und wollen das mal in diesem Video klären. Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Wir haben als Reaktion auf unser letztes Video zu Artikel 13 eine ganze Menge Anfragen bekommen zu der Thematik, ja, wer ist denn eigentlich Provider im Sinne des Artikel 13 dieser umstrittenen Vorschrift? Für wen alles soll die denn eigentlich gelten? Gilt die nur für Videoplattformen oder gilt die für allgemeine Foren oder sonstigen Betreiber im Internet? Also die User-Generated Content zulassen, das wollen wir mal hier so ein bisschen uns genauer anschauen. Die Definition des Providers findet sich im Moment in Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie, der da sagt, dass ein Online-Content-Sharing-Service-Provider jemand ist, dessen hauptsächlicher Zweck, geschäftlicher Zweck darin besteht, in der Speicherung und dem öffentlichen Zugänglichmachen einer größeren Menge geschützter urheberrechtlicher Werke, die von seinen Mitgliedern, den Usern, hochgeladen werden. Und dann haben wir noch die weitere Voraussetzung, dass dieser Provider diese Inhalte organisiert und promotet, bewirbt, also für gewerbliche Zwecke. Und hier stellt sich dann die Frage, welche Plattformen fallen denn eigentlich jetzt dann unter diese geplante Vorschrift des Artikel 13? Ist das jetzt nur die Videoplattform YouTube und andere Plattformen? Oder sind das auch andere soziale Netzwerke wie Twitter, wie Facebook, wie Instagram? Ja, da wird man natürlich noch die Vorschrift in ihrer ganz genauen letztendlichen Ausformulierung abwarten müssen. Und da muss man sicherlich dann auch noch mal im Zweifelsfall einen Blick auf die ganzen Erwägungsgründe werfen. Aber wenn man jetzt mal nur den bislang vorliegenden Text sich anschaut, der Definition in Artikel 2, dann kann man mal sagen, so wie das hier formuliert ist, betrifft das nicht nur YouTube, sondern es betrifft alle möglichen Plattformen, deren Hauptzweck es ist, urheberrechtlich geschützte Werke hochzuladen, diese so zu sortieren und öffentlich zugänglich zu machen für die Allgemeinheit. Und da wird man wahrscheinlich eine Unterscheidung machen müssen künftig. Es gibt ja eine ganze Menge Plattformen wie zum Beispiel Twitter, wo der Hauptaspekt eher darin liegt, dass die User eigene Texte verfassen und diese eigenen Texte online stellen und gegenseitig hin und her twittern die Meinung. Man kann zwar auch bei Twitter Fotos hochladen und im Zweifelsfall auch auf Videos verlinken. Aber das ist nicht der Hauptzweck dieser Plattform, sodass ich eher mal sagen würde, Twitter scheidet wahrscheinlich aus. Bei Facebook zum Beispiel könnte es wiederum ein bisschen anders sein. Bei Facebook gibt es eine ganze Menge Videos, die von Usern hochgeladen werden und Facebook hat auch einen gewissen, sage ich mal, geschäftlichen Aspekt und Anreiz geschaffen, für User Videos hochzuladen. Das heißt, es gibt da so eigene Timelines und sonstige Dinge. Wenn Sie sich mal in Facebook das eine Video anschauen, dann kommt gleich 20 Videos noch hinten dran, die Ihnen so vorgeschlagen werden. Es wäre also vielleicht eher so ein Grenzfall, ob Facebook tatsächlich auch unter diese Vorschrift fallen würde, weil Facebook auf der einen Seite natürlich sehr stark dadurch lebt, dass die User kommunizieren untereinander, aber es geht eben auch um das Hochladen von Inhalten. Wobei Facebook in der Suchfunktion
So würde sich wahrscheinlich Facebook verteidigen, wenn man jetzt die Frage stellen würde, ist das auf Artikel 13 anwendbar, ja oder nein, würden die wohl sagen, naja, die Suchfunktion reicht hier nicht aus. Aber wenn Sie das dritte Beispiel dann wiederum hernehmen würden, Instagram, ja, Instagram ist ganz klar eine Plattform, wo es nur um das Hochladen von Bildern geht. Also sind natürlich sehr wohl urheberrechtlich geschützte Werke. Hier haben wir auch den Hauptzweck der Plattform auf den Bildern. Sie werden gespeichert und Instagram gibt dann den Usern auch Zugriff. Hier gibt es auch diese Sortiermöglichkeiten. Über die Hashtags kann man die Bilder relativ einfach finden. Und das Ganze ist natürlich auch hochkommerziell und gewerblich, ist ja eine Unterplattform von Facebook. Und da würde man sagen, also Instagram aus meiner Sicht heraus ganz klar ein Fall, der auch unter Artikel 13 fällt, denn der Artikel 13 unter die Definition in Artikel 2 sagen ja eben gerade nichts darüber aus, was es für ein Werk sein muss. Muss also nicht unbedingt ein Video sein, sondern es kann eben auch ein Foto sein. Also, man kann, glaube ich, mal zusammenfassen, wenn man sich überlegt, für welche Plattformen gilt denn das hier überhaupt, dass das entscheidende Argument wahrscheinlich sein wird, ist die Plattform so ausgerichtet, dass sie wie YouTube, wie Instagram den Schwerpunkt auf das Veröffentlichen von Werken setzt durch die User, das heißt also urheberrechtlich geschützte Werke, die dann auch noch mit Suchfunktionen und per Werbung quasi unterstützt werden. Und es muss sich natürlich um eine kommerzielle Plattform handeln, das spricht die ganzen Non-Profit-Organisations fallen natürlich hier nicht unter die Vorschrift. Also das mal hier so unser kurzes Resümee zu der Frage, wer fällt denn eigentlich künftig unter die Regelung des Providers im Sinne des Artikel 13 und Artikel 2 der Richtlinie? Ja, an dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen wie immer fürs Zuschauen und wir werden noch ein paar mehr Videos zu diesem neuen Richtlinie veröffentlichen. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann bleiben Sie immer auf dem Laufenden und solange bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuschauen.